Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch wieder einen Buchstaben zeigen, und zwar das B. Das mache ich auf dem Rainbow Loom. Ich habe den so eingestellt, dass ich die Dreierreihen nebeneinander habe. Das Ganze sieht so aus. Und ich drehe das Ganze so, dass der Pfeil zu mir zeigt. Da ist er. Der zeigt zu mir. Und ihr benötigt insgesamt 29 Gummis und eure Häkelnadel. Und dann geht es auch schon los. Ich starte mit 2 Gummis. Ich arbeite immer 2 Gummis gleichzeitig. Das macht das Ganze schön stabil. Und ich starte oben links. Und gehe insgesamt 4-mal auf der linken Seite in Pfeilrichtung. So, das Ganze sieht dann so aus. Dann gehe ich von der linken Seite zur rechten rüber. So. Und dann gehe ich vom 5. rechten Pin einen nach oben auf den 4. So sieht das Ganze dann aus. Dann mache ich wieder oben auf dem linken ersten Pin weiter und gehe vom linken ersten Pin zum ersten Pin in der Mitte, vom linken Pin in der Mitte, vom ersten Pin in der Mitte wieder nach rechts, auf die rechte Seite und vom ersten rechten einmal nach unten, so dass das Ganze so aussieht. Dann mache ich hier in der Mitte weiter, in der Mitte von meinem B auf dem 3. Pin auf der linken Seite. Dann nehme ich wieder 2 Gummis und gehe in die Mitte auf den 3. Pin. Und aus von der Mitte des dem 3. Pin aus gehe ich diagonal nach rechts auf den 2. und diagonal nach rechts auf den 4. So. Das B lässt sich jetzt schon wirklich gut erkennen. Es liegt auf der Seite, auf der linken. So sieht das Ganze aus. Und ich gebe jetzt noch 2 Schließgummis auf. Dafür nehme ich einfach ein Gummi, lege das über 2 Finger, wickle es 2-mal rum und gebe es hier auf den 2. rechten und auf den 4. rechten. Dafür alles ein bisschen nach unten schieben und einfach drauf fallen lassen. Das Ganze sieht dann so aus. Dann starte ich mit dem Abloomen. Dafür lege ich das Ganze auf die rechte Seite und ich starte mit dem 4. rechten Pin. Und zwar hole ich mir hier die mittleren Gummis raus, die diagonal in die Mitte laufen. Beide rausholen und in die Mitte reingeben. So. Hier auch in den Pin reinstechen und unter dem Schließgummi heraus. Ups. Unter dem Schließgummi heraus die Gummis holen. Das Ganze sieht dann so aus. Dann hole ich mir aus dem 3. in der Mitte die alleruntersten Gummis. Das sind diese hier. Die laufen hier rum. Da sieht man sie. Diese hier hole ich mir. In den Pin reinstechen und die alleruntersten holen. Da kommen sie. Und nach und zur Seite nach links rübergeben. Dann loome ich hier den oberen Teil des Bs ab. Ich hole mir hier die untersten beiden Gummis, loome sie nach vorne ab und einmal die komplette Reihe weiter. Immer nach vorne abloomen, immer die untersten Gummis rausholen, hier oben auf den ersten Pin, auf den ersten linken geben und das gleiche mache ich hier mit der längeren Seite auch. Ups. Das
nicht ganz so schlimm. Einmal wieder drauf geben. Das funktioniert auch. Man darf die Gummis nur nicht ganz verlieren. Solange sie nicht auseinanderrutschen, ist es nicht schlimm. Solange man sie wieder raufgeben kann. Nach rüber. Und dann einfach noch die ganze linke Seite einmal hoch. Immer die untersten Gummis nehmen und eingeben. Und hier oben auf dem obersten linken abschließen. Da steche ich einmal durch, hole mir ein Gummi durch und noch einmal durch. So, fertig und alles abblumen. So, dann alles ein bisschen in Form ziehen. So, und das B ist fertig. Ich hoffe, es gefällt euch und die Anleitung hat euch auch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da, da freue ich mich immer. Und wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Wünsche an uns habt, einfach nach unten in die Kommentare damit, dann schauen wir, was wir für euch tun können. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, lasst uns doch ein Abo da oder schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Und bis zum nächsten Mal.